Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Und jetzt das Gerücht freut mich sehr, denn es ist ein Spieler, den ich sehr mag, von dem ich sehr viel halte. Ein junger Belgier, dem ich mega Talent zutraue. Und was mich am meisten freut, die Bundesliga wird oft genannt in diesen Gerüchten. Sensationell. Was würde ich feiern, wenn der endlich in die Bundesliga kommen würde? Das wünsche ich mir seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Und zwar reden wir von Romelu Lukaku, dem belgischen Ausnahmestürmer, einen von vielen, beheimatet beim FC Chelsea, momentan ausgeliehen an den FC Everton gewesen. Und ja, 25 Millionen ist er wert, hat bei Chelsea noch einen gültigen Vertrag. Und ja, der junge Belgier ist 21 Jahre, 1,91 groß, also ein richtiger Sturmtank, dafür aber relativ beweglich, technisch bewandt und einfach ein kompletter Stürmer. Und ja, interessiert an dem guten Mann sind Atletico Madrid, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, AS Rom, Tottenham, Wolfsburg, Man City, Everton, Bayer 04, Leverkusen, Monaco und Arsenal. Und jetzt seid ihr wieder an der Reihe. Wäre es ein guter Spieler für die Bundesliga, würdet ihr sagen, der tut der Bundesliga gut, der kann sich in der Bundesliga durchsetzen. Und zu welchem Bundesliga-Verein sollte er gehen? Kann sich Gladbach den überhaupt leisten? Dortmund kann sich den leisten. Wäre es ein guter für Dortmund? Stürmer Nummer 1, Stürmer Nummer 2 für Dortmund. Gerade weil Immobile kommt, sehr wahrscheinlich. Und ja, oder wäre das einer für Wolfsburg? Zusammen mit De Bruyne, dem Nationalmannschaftskollegen. Wolfsburg ja immer auf der Suche nach Stürmern. Und Leverkusen, ja, Kießling, weiß man nicht, hat nicht so die Bärensaison gespielt. Wäre das einer für Leverkusen? Dort sollte Geld eigentlich auch kein Problem sein. Oder sollte Romelu Lukaku bei Chelsea bleiben oder zu Tottenham wechseln, die ja auch immer Stürmer suchen, zu Atletico als Diego Costa-Nachfolger bei Everton verbleiben? Oder vielleicht zum AS Monaco gehen oder zu Arsenal. Haut das einfach mal in die Kommentare. Wohin soll er gehen? Für wie viel Geld soll er gehen? 25 ist er wert. Was ist realistisch? Wenn ihr sonst noch Transfers und Gerüchte habt, wie immer auch die in die Kommentare hauen. Euer Hilfakti freut sich, beim nächsten Mal wieder von euch zu lesen und zu hören. Bis dahin, ciao, ciao.